21.47 Uhr. Guten Abend und herzlich willkommen zu BR24. Es tut sich was in der Bundesregierung. Zwei Tage, nachdem CDU-Chef Merz die Ampel zu einem Asyldeal aufgefordert hatte, als Reaktion auf das Messerattentat von Solingen. Heute haben sich SPD, Grüne und FDP auf ein Maßnahmenpaket für die Migrations- und Asylpolitik verständigt und sich dabei über einige ideologische Schatten hinweg begeben. Vorgesehen sind Leistungskürzungen für Ausreisepflichtige, Flüchtlinge, ebenso eine Ausweitung von Messerverboten sowie schnellere Abschiebungen. Die meisten Flüchtlinge kommen zu uns aus Syrien, der Türkei und aus Afghanistan. Ihr Weg führt sie meist über die Balkanroute nach Europa. EU-Grenzländer wie Kroatien spielen beim Asylverfahren eine zentrale Rolle. Dort müssen sich ankommende Migranten zunächst registrieren lassen. Dann wird über das weitere Vorgehen entschieden. Ein Verfahren, das sich offenkundig bewährt, hörte man heute Innenminister Herrmann zu, als er seinen kroatischen Amtskollegen empfing. Deutschland, bist du noch zu retten? Das fragen sich die Rettungsdienste täglich mehr. Sie sollen Menschen retten und sind längst selbst ein Fall für die Notaufnahme. Die Notfallversorgung arbeitet in einem Gesundheitssystem, dessen Beteiligte untereinander nicht koordiniert sind. Im Zuge der Krankenhausreform will Bundesgesundheitsminister Lauterbach das grundlegend ändern. Ob ihm das gelingen könnte, dazu gleich ein Gespräch. Zuvor fahren wir mit im Rettungswagen. Aus Wien zugeschaltet ist der Rettungsdienstexperte Christoph Kröker. Herr Kröker, Bundesgesundheitsminister Lauterbach will Rettungsdienste in die Notfallreform integrieren. Darf man sich davon eine effektive Verbesserung für die Retter versprechen? Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Die Serie von Preisschocks der letzten Jahre ist gerissen. Mehr dazu in unseren Kurznachrichten. Eine heiße Nummer wird der Sommer in Bayern die kommenden Tage. Nach uns jetzt das Vereinsheim Schwabing. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann sehr gerne morgen auf ein neues.